Hell investiert in Gold. Heute möchte ich mit dir über ein brandaktuelles Thema sprechen. Und zwar ging in den letzten 10 bis 14 Tagen durch die Medien die Meldung, dass ein größerer deutscher Goldhändler in Mitteldeutschland möglicherweise ein Schneeballsystem verwendet hat und bis zu 2 Tonnen Gold, vielleicht sogar mehr laut Aussage der Staatsanwaltschaft, verschwunden sind bzw. wahrscheinlich sogar nie gekauft wurden. Und wir sprechen hier nicht über einen kleinen Betrag, sondern wir sprechen hier über Gold im Wert von aktuell knapp 100 Millionen Euro, vielleicht sogar mehr. Und wir sprechen über hunderte, vielleicht auch tausende geprellte Anleger, die hier darauf vertraut hatten, dass sie Gold anlegen, Gold kaufen, Gold sparen und jetzt vielleicht vor dem Nichts stehen, weil das Gold einfach nicht vorhanden ist. Und ich möchte deswegen dieses Video für dich machen, um dir zu zeigen, welche Warnsignale es bereits vorab schon gab und wie du auch zukünftig sicher Gold kaufen kannst, damit du gar nicht einem Betrüger unterliegen kannst. Wenn dich das also interessiert, wie du sicher Edelmetalle kaufen kannst, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hell investiert. Ich bin Sebastian Hell und möchte, wie bereits im Intro angekündigt, mit dir über Betrugsmaschen im Goldbereich sprechen und vor allem möchte ich dir Tipps geben und auch dich dafür sensibilisieren, wie du aktuelle Warnsignale, Warnzeichen einfach erkennen kannst, damit du gar nicht potenziellen Betrügern erst auf den Leim gehst. Und der aktuelle Fall, der gerade in den Medien ist, man muss fairerweise auch dazu sagen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es gab Hausdurchsuchungen und Unternehmensdurchsuchungen und aktuell, nach aktuellem Stand, sind 2 Tonnen Gold von 3 Tonnen, die eingelagert werden sollten, verschwunden. Andere Berichte schreiben sogar davon, dass mehr als 2 Tonnen Gold verschwunden sein könnten. Aber wie gesagt, die Ermittlungen laufen noch. Und damit möchte ich jetzt auch gar keine Vorverurteilung hier irgendwie machen oder Bashing betreiben. Ich habe nur die Medienberichte einfach jetzt aufgegriffen oder ich möchte diesen aktuellen Fall für dich aufgreifen, um dir zu zeigen, wie du dich vor potenziellem Betrug schützen kannst. Denn es ist ziemlich einfach, sich vor dubiosen Anbietern zu schützen, wenn man einfach ein bisschen die Augen aufmacht und wenn man ein bisschen mitdenkt. So. Wie bereits im Intro gesagt, bis zu 100 Millionen Tonnen sind verschwunden, vielleicht tausende Anleger betroffen. Und man muss hier, wenn man diesen Anbieter kennt oder auch wenn du ihn nicht kennst, dann mag ich dir kurz beschreiben, es war ein Spezialanbieter für Kleinstmengen im Goldbereich. Und bei Kleinstmengen, da reden wir davon, dass hier vorwiegend 0,1 Gramm, also ein Zehntel Gramm verkauft wurde. Es wurde auch gern ein halbes Gramm verkauft. Und es war jetzt nicht der klassische Goldhändler, wo du vielleicht hingehst und sagst, du kaufst mal einen Krügerrand oder einen halben Krügerrand, sondern wirklich diese absoluten Minimengen, wo man vielleicht für 20 Euro, für 25 Euro schon Gold kauft. Aber halt dann Kleinstmengen, die wirklich absolut nachteilig für dich als Anleger sind. Denn diese Zehntelgrammmengen, musst du wissen, die haben riesige Aufschläge auf den inneren Goldpreis. Und mir lief dieser Anbieter schon mal vor 5, 6 Jahren über den Weg. Da hatte ich das Angebot zufällig bei einer Internetwerbung einfach gesehen, angeklickt und habe gleich gesehen, ui, diese Kleinstmengen, die Aufschläge waren bei 50%, ich glaube sogar teilweise 100% auf den inneren Goldpreis. Das heißt doch mal für dich, wenn du dich jetzt mit Gold nicht auskennst, angenommen, der innere Wert von so einem 0,1 Gramm Band wäre 10 Euro und der Anbieter nimmt aber von dir 30 Euro, dann zahlst du also 20 Euro reinen Aufschlag und das sind zum einen natürlich die Herstellungskosten, aber da ist natürlich auch eine riesige Händlermarge da drin enthalten. Und wie gesagt, ich habe das Angebot dann gleich weggeklickt und habe mich nicht mehr damit beschäftigt, bis mir jetzt vor wenigen Tagen die Pressemeldungen über den Weg liefen, dass dieser Anbieter momentan in staatsanwaltschaftliche Ermittlungen verwickelt ist. Und wie gesagt, wenn Anbieter wirklich mit diesen ganz kleinen Kleinstmengen kommen, mit 0,1 Gramm oder 0,5 Gramm, dann ist das erstmal nicht ein Indiz dafür, dass das Angebot dubios ist. Da gibt es weitere Indizien, da komme ich gleich noch drauf. Aber ich würde dir auf jeden Fall davon abraten, weil du, wie gesagt, gigantische Aufschläge auf den inneren Wert bezahlst. Du wirst keinen Zweitmarkt dafür finden, weil diese Kleinstmenge, also diese Kleinstbarren von 0,1 Gramm, die wird dir auch kein Goldhändler mehr abkaufen, weil der braucht die gar nicht, der hat die auch gar nicht im Vertrieb. Und du hast natürlich das Riesenproblem aufgrund des großen Aufschlags. Und da möchte ich, wenn du dich nicht damit beschäftigt hast, mit Aufschläge auf den inneren Goldpreis, dich nochmal auf mein E-Book unten verweisen. Da habe ich ein Gold-E-Book geschrieben. Das sind viele Tipps von mir für dich drin. Und da habe ich unter anderem auch eine Tabelle erstellt,
wie die Aufschläge sich verhalten bei verschiedenen Goldmengen. Und wenn du beispielsweise einen 1-Gramm-Barren kaufst, dann ist der Aufschlag so bei 15-20%. Wenn du 100 Gramm kaufst, dann ist der Aufschlag nur noch bei 1,5-2%. Das ist alles noch vertretbar, auch bei einer Unze, sagen wir mal, mit 2%. Wenn du aber wirklich deutlich unter 1 Gramm runtergehst, auf 0,1 Gramm, dann sind die Aufschläge auf einmal 50-100-200%. Und da sage ich dir ganz ehrlich, dieses Gold kaufen wir nicht, du nicht und ich nicht. Lass die Finger davon, dann kauf lieber Silbermünzen, aber nicht diese Miniband, die du nie wieder los wirst. Und du wirst damit ein riesen Verlustgeschäft machen, denn du musst wissen, dass überhaupt dieser kleine Barren dir Geld bringt bei einem Aufschlag von 100%, muss sich der Goldpreis überhaupt erstmal verdoppeln. Also kurzum, Finger weg von diesen Kleinststückelungen, lass es einfach bleiben und schau nochmal unten in mein E-Book rein, da spreche ich auch darüber, welche Stückelungen überhaupt Sinn machen für dich als Goldanleger. Das war aber eigentlich überhaupt nicht der eigentliche Knaller, dass hier Kleinstmengen vertrieben wurden oder Stückelungen. Das kann man ja noch sagen, okay, ist für Leute, die vielleicht unwissend sind, die kaufen dieses Gold, dann machen sie vielleicht einen Fehler, aber da ist noch kein Betrug dahinter. Die wahren Anzeichen und wo bei mir wirklich die Alarmglocken damals geblinkt haben, muss ich sagen, war, dass wenn du dich bei dem Anbieter dazu entschieden hattest, das Gold direkt bei ihm zu lagern, dann, und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, hast du pro Jahr 3-6% Bonusgold erhalten. Das bedeutet also, dass du auf dein Gold eigentlich eine laufende Verzinsung von 3-6% bekommen hast, nur um es bei dem Anbieter zu lagern. Die Anbieter oder die Lagerstätten, die ich kenne, da musst du selber bezahlen, da musst du 0,5%, 1%, je nach Anbieter für dein Gold bezahlen. Und das ist auch irgendwie logisch, denn du lagerst dein Gold, da hat jemand ein Sicherheitskonzept erstellt, Sicherheitsgebäude, Personal, das kostet alles Geld, also muss dafür Geld verlangt werden. Und jetzt kommt jemand und sagt auf einmal, hey, lager doch dein Gold direkt bei mir, lass es dir gar nicht ausliefern, schau es dir gar nicht an, wir machen alles für dich und du kriegst noch 3-6% im Jahr obendrauf, weil wir damit dann eine Goldleihe betreiben und was auch immer und so verdienen wir unser Geld, also lass es doch bei uns. Und warum wird das gemacht? Das wird gemacht, damit du gar nicht erst auf die Idee kommst, dein Gold dir ausliefern zu lassen oder es überhaupt sehen zu wollen. Denn solange dein Gold für dich arbeitet, ist es ja wie eine Zinsanlage und es ist ja alles wunderbar. Und genau hier wurden dann wahrscheinlich auch irgendwann Kunden stutzig oder auch die Staatsanwaltschaft und haben Ermittlungen gestartet, weil hier ist natürlich ein deutliches Indiz dafür, dass es sich um ein mögliches Schneeballsystem handeln könnte. Denn der Anleger soll sein Gold am besten überhaupt nicht holen, denn dann würde er ja Mittel aus dem System abziehen. Und wenn er es haben will, dann wird er einfach bezahlt von Neuanlagen. Aber mit diesem Angebot, dass ich dir 3-6% im Jahr bezahle, halte ich dich natürlich davon ab, dass du dein Gold überhaupt ausgeliefert haben möchtest. Und da muss ich nochmal kurz einhaken, warum kaufen wir eigentlich Gold? Und Gold kaufst du, kaufe ich, nicht weil es laufende Erträge bringt. Wenn du laufende Erträge haben möchtest, dann kauf dir Aktien mit einer Dividendenrendite oder ETFs. Kauf dir Anleihen. Du kannst auch eine Immobilie kaufen mit laufenden Zinserträgen, sage ich schon, mit laufenden Mieteinnahmen. Aber Gold kaufst du eben, weil du keine Erträge bekommst. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, der Hell spinnt ja jetzt ganz. Warum kaufe ich bewusst Gold, damit ich nichts dafür bekomme? Du bekommst zwar keine laufenden Erträge, du hast aber auch kein Gegenparteienrisiko. Und bei Aktien bekommst du Dividenden, aber die Aktie kann pleite gehen. Bei Immobilien kann es sein, du hast keinen Mieter drin. Und bei Anleihen, da bist du Gläubiger und es kann sein, dein Schuldner fällt aus. Bei Gold kaufst du Gold, um dein Geld darin zu tauschen. Gold ist übrigens für mich auch das einzige Geld, was überhaupt zählt. Aber du kaufst Gold, parkst dein Geld darin und hast die Sicherheit, dass es keinen Ausfall gibt. Es gibt keine Bank, keinen Schuldner, niemand, der ausfallen kann. Dein Geld ist also im Gold gebunden, es ist sicher, du kannst es in jede Währung umtauschen, dafür bekommst du aber keine Erträge. Und in dem Moment, wo du jetzt jemand dein Gold leihst, um damit jährlich 3-6% Rendite zu machen, hast du ein Gegenparteienrisiko und das Gold kann unter Umständen komplett weg sein. Wie jetzt in diesem Fall möglicherweise passiert, oder es wurde sogar niemals gekauft, weil es sich wirklich um ein Betrugssystem, ein sogenanntes Schneeballsystem gehandelt hat. Also hier nochmal für dich, wenn du Anbieter findest, die dich dafür bezahlen, dass du dein Gold bei ihnen lagerst, wegklicken, Finger weg, mach es nicht. Und ein weiterer wirklich noch dubioseres Angebot auf der Seite war damals, du konntest dich sogar dafür entscheiden, ein garantiertes Rückkaufangebot in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet wieder nichts anderes, du hast Gold gekauft
Und der Anbieter hat zu dir gesagt, okay, nach 2 Jahren garantiere ich dir, dass ich dir dein Gold für 10 oder 15% höher abkaufe, als es jetzt ist. Auch da wirst du keinen Goldanbieter, keinen großen, keinen seriösen Goldhändler finden, der dir das garantiert. Denn wenn du Gold kaufst, genauso wie Aktien, wie Fonds, wie Immobilien, besteht immer das Risiko, dass der Preis fällt oder dass er steigt. Aber kein Händler, kein Anbieter wird sagen, ich garantiere dir den Rückkauf. Denn er weiß gar nicht, wo der Preis in 2 Jahren stehen kann. Vielleicht hat sich Gold halbiert und er muss dann horrende Summen ausgeben, um den Rückkauf zu tätigen, und höchstwahrscheinlich wird er dann einfach Insolvenz anmelden und die Sache hat sich sowieso erledigt. Also auch hier achte darauf, garantierte Rückkaufprogramme, garantierte Rückkaufpreise bei Gold ist einfach nicht möglich, und wenn es dir jemand anbietet, dann ist er entweder dumm oder hat das vorher derart einkalkuliert, dass du einen riesigen Aufschlag auf den Goldpreis bezahlst und er sowieso im Gewinn sein wird. Also kurzum, Finger weg von diesen Angeboten, die sind wirklich überhaupt nicht koscher. Außerdem, und da komme ich auch schon zum letzten Punkt, wie erkenne ich unseriöse Händler? Zum einen an diesen Bonusgold-Zinsprogrammen, zum anderen an dem Rückkauf, aber auch natürlich kannst du ganz vorab einfach eine kleine Internetrecherche machen. Gib den Namen der Händler ein, schau mal auf Trusted Shops, schau in Foren, schau einfach, was dir bei Google News über den Weg läuft, denn auch dieser Händler, der jetzt unter Beschuss der Staatsanwaltschaft steht. Da gab es sogar Warnungen vom BaFin, also von der deutschen Finanzaufsicht. Es gab kritische Artikel von Journalisten. Also ich sage mal, die kleine Recherche von 20, 30 Minuten, und die solltest du immer machen, bevor du irgendetwas tätigst. Sei es jetzt eine Immobilie kaufen, eine Aktie oder auch einfach über deinen Goldhändler. Schau einfach mal im Netz nach, wie sind die Bewertungen, und dann wirst du auf jeden Fall herausfinden, ist es eine seriöse Adresse oder nicht. Und auch genau zu dem Punkt habe ich dir unten im E-Book über Gold noch einiges dazu geschrieben. Wie findest du seriöse Anbieter und was solltest du vorab abklopfen? Also nochmal kurz, wenn du wirklich überlegst, jetzt deine ersten Goldkäufe zu tätigen, oder wenn du Gold gekauft hast, aber noch Hintergrundtipps brauchst, schau dir das E-Book wirklich unbedingt an, denn es liegt mir sehr am Herzen, dass hier nicht Betrügereien im Goldbereich entstehen, denn das ist absolut unnötig. Das Geschäft mit Gold, Gold zu kaufen oder Silber, ist extrem einfach, und du musst hier nicht einem Betrüger auffliegen oder aufsitzen, sondern du kannst das wirklich mit ganz einfachen, ganz wenigen Kniffen, kannst du das umgehen, und du wirst Spaß an deinem Gold haben und du wirst langfristig ein Goldvermögen aufbauen. So viel von mir. Jetzt interessiert mich aber, was du zu sagen hast. Hast du noch ein paar Tipps ergänzend dazu? Bist du vielleicht schon mal auf einen Goldbetrüger reingefallen? Hast du etwas, was du den anderen weitergeben möchtest? Dann lass es mich gerne wissen. Schreib unten in den Kommentaren. Ich lese die Kommentare, ich antworte dir auf jeden Fall und freue mich auch über einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und verabschiede mich von dir mit den Worten: Bleib investiert, hell investiert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video am Sonntag, und dann werde ich nämlich darüber sprechen, warum ich diese Woche wieder Gold gekauft habe und was meine Beweggründe waren. Dann bis Sonntag und bis dahin viel Erfolg.